schon im Titel sehen konntest, mache ich hier Sommerrollen. Ich hatte ja schon mal in einem anderen Video erzählt. Moment. Da kann ich keine Auskunft geben, weil ich bin selber berufstätig und kaum zu Hause. Kein Problem, aber danke. Tschüssi. So, da ist er wieder. Ja, wie du erfahren hast in der Titelbeschreibung, Sommerrollen. Ich hatte vorhin schon erwähnt gehabt, ich war der Meinung, ich hätte das schon abgefilmt, sage ich jetzt mal, wie ich die mache. Aber nö, das habe ich gar nicht. So, und deswegen gibt es jetzt ein schönes, neues, tolles Rezepte-Video. Das hier ist eine Möhre, die habe ich mir so in kleine Fusselstückchen geschnitten, hier so. Und wenn du sagst, boah, die sind voll dünn, das ist einfach nur mit einem Schäler. Ich habe mir die halt so genommen und einfach runtergeschält. Das sind schon vorbereitete Reisnudeln. Kann ich dir auch mal zeigen. Die da, die sind am Anfang noch relativ transparent und die habe ich mir einfach jetzt in die Schüssel reingepackt, im Wasserkocher kurz Wasser angeschmissen, reingekippt und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Ziehzeit ist. Ich habe einfach das Wasser reingekippt und in der Zeit die Karotte, das ist halt eine Karotte, die habe ich halt in der Zeit gewaschen und geschält und in Streifen geschnitten. Das hier sind leckere Munkebohnen. Sprossen. Oh, die liebe ich. Die liebe ich so sehr. Ja. Nom, 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 nom. Göttlich. Göttlich. So. Dann kann der Mist hier mal weg. Dann habe ich hier noch einen Teller. Hoppala. Hier ist das Reispapier, was ich nehme. Das nehme ich mir vorher schon mal einfach raus. Weil wenn ich dann nasse Hände habe oder so, will ich dann nicht da drin, will ich dann halt nicht hier in der Verpackung drin rumfassen, weil dann weichen ja die anderen Blätter auch auf. Und dann ist das scheiße. Das will ich nicht. So. Ich gucke mal, ob ich kurz das Stativ noch ein bisschen höher kriege. Natürlich kriege ich es höher. Damit du halt alles auch schön siehst. Ja, schicken Bauch hat sie, wa? Also schick war jetzt ironisch. So, zack. Guck mal, ja, schon viel besser hier. Jetzt zieh ich mir noch mal die Hose hoch hier. Die überhaupt nicht, ne, dem Bauch entspricht, aber ist ja mal egal. Hier ist das Reispapier. Ich schmeiß mir noch mal den Wasserkocher an, weil hier habe ich halt schon alle Zutaten fertig. Die Mungobohnen, den Eisbergsalat, die Karotten und die Nudeln. Bam, 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 bam. Das Reispapier. Ich brauche noch eine Schalüssel. Ich nehme hier diese wunderschöne Schüssel mit diesem total traurigen Gesicht. Die ist deswegen traurig, weil da gleich heißes Wasser reinkommt und das gefällt dieser Schüssel gar nicht. Juli, dann brauche ich noch einen exzellenten Löffel. Das wäre dieses wunderschöne Prachtexemplar. Ich strecke gerade nur das Video, bis das Wasser fertig ist mit Kochen. Und zwar gehe ich dann folgendermaßen vor. Ich
gieße mir erstmal das Wasser in die Schüssel. So, dann habe ich hier dieses Bündchen. Ich hoffe, man hat den Wortwitz verstanden. So, das Reispapier sollte man nämlich ganz kurz warm machen. Ach, was erzähle ich denn? Das Reispapier sollte man nicht ganz kurz warm machen, das sollte man ganz kurz unter warmes Wasser halten. So, und da kommen wir schon beim Problem. Das hast du vor uns bestimmt mal schon gesehen. Da ist ein Topf in der Spüle. Und der Topf steht da drin, weil in der Spüle ist Verstopfung. Da fließt kein Wasser mehr ab. Und dieser Topf ist halt jetzt so, dass das Auffangbecken des Wassers, und dann kippe ich es halt einfach ins Bad. Und ja, macht sich gerade alles ein bisschen doof, weil ich nämlich warmes Wasser aus dem Wasserhahn bekomme. Vergehen da mal gut, keine Ahnung, 4 Liter oder so. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel 4 Liter sind. Also 4 Liter sind 4 Liter, das ist klar. Aber ich kann es schlecht einschätzen. Was ich noch machen muss, sind die Nudeln schneiden, fällt mir gerade ein, weil ich will ja nicht so ein riesen Klatschen haben. Das reicht aber ganz grob und so. So, kommen wir mal hier zur Sache. Und zwar steckt man sich eine Munkebohne in den Mund, während man 2 Esslöffel dieses kochend heißen Wassers auf einen flachen Teller legt. So, war doch ein bisschen zu heiß. Und dann verreibe ich das Wasser einfach mal hier drauf. Wie gesagt, normalerweise halte ich das einfach nur unter einen Wasserhahn und dann ist das Reispapier auch weich und das reicht vollkommen zu. Aber da das momentan nicht möglich ist, und ich finde diese Variante eigentlich relativ ganz cool und ganz easy, weil so ist das Reispapier, ist schon an Ort und Stelle. Es ist zwar noch hart, aber es ist dennoch schon biegbar und drehbar und es zerknuddelt mir nicht. Und dieses kochend heiße Wasser ist auch nicht lange kochend heiß. So, Judy, jetzt habe ich hier diesen nicht so viel, muss ja noch eine Rolle werden. Ja, man kann auch zwischendurch einfach mal beim Ungeboren in den Mund stecken. Ist gar nicht so schlimm bei so einer riesen Tüte. So. Und dann noch hier so ein paar Nudeln. Geil. Hat sie den Ton nicht ausgemacht? Mensch, die Kati ist wieder total professionell. So, jetzt habe ich hier den ganzen Quatsch in der Mitte. Jetzt klappe ich mir die Rolle, also das Reispapier, einmal so um. So. Leider sieht man es nicht, weil das ist ja transparent. Dann die Enden. Wie bei so einem kleinen Geschenk, weißt du, so die Enden, damit halt links und rechts nichts rausfällt. Und dann habe ich halt hier nur noch ein Stückchen. Sieht man das? Ja. Und das klappe ich mir dann halt auch so rum. Und so. Und fertig. Ja, ist halt keine Rolle, es ist mehr so ein Rechteck, aber es ist eine Sommerrolle. Und das ist das, was zählt. So, dann auf geht's. Noch ein bisschen, dann steckt man sich wieder. Oder Munkebohne in den Mund. Man kann nie zu viel Munkebohne im Mund haben, das geht nicht. So, kurzer Schreckmoment, weil Wasser schweineheiß. Aber 2 Esslöffel kühlen sich voll mega gut schnell ab, das ist gar kein Problem. Und falls jetzt jemand dann sagt, so, oh, dann hast du ja voll das Wasser auf dem Teller. Nee, habe ich nicht, weil das Reispapier saugt es auf. Ich habe gar nicht großartig viel Wasser auf dem Teller. Wenn ich dann halt, also es bleibt halt immer noch so eine kleine Pfütze über, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm, weil dann kann ich halt besser drauf rumkleiden mit dem Reispapier, weißt du? Dann klebt das nicht so direkt am Teller.
Und wenn ich halt dann mal doch der Meinung bin, Mensch, oh, jetzt hast du halt zu viel Wasser genommen, na gut, dann nehme ich halt beim nächsten Reispapier ein bisschen weniger Wasser. Ne, das ist ja, kann man sich ja denken. So. Noch ein paar Nudels. Zack. Und wieder das Ganze schön zudecken. Das Essen soll ja nicht frieren. Ja, jetzt schiebe ich noch ein bisschen rein. Ja, die werden bei mir auch nicht hier so Instagram und Foodporn mäßig. Nee, werden sie nicht. Scheiß drauf, sage ich da nur. Sagen sie doch eher diese Magen. So. Und siehst du das, wie easy das ist? Hier ist kaum Wasser drauf. Also wieder zack, zack. Ah. Das Geile ist, wenn man sich halt ordentlich so vorbereitet hat, wie ich jetzt. Ich meine, das ist ja schon eine ganz schöne Menge, die ich hier... Das sieht zwar als an Zutaten nicht viel aus, aber guck mal, ich mache jetzt schon die dritte und es hat nicht wirklich an Zutaten sonderlich abgenommen. Und das ist halt das Geile, du bekommst halt in dem Sinne aus wenig Zutaten voll viel raus. Und das finde ich halt so geil. Du Nudel, geh von meinem Finger ab. Dankeschön. So, wieder zudecken. Nicht, dass sich das Essen hier verkühlt. Nein, jetzt ist es nicht so geklappt. Und je enger oder je fester man die sich baut, umso griffiger sind die dann auch in der Hand. Das sieht irgendwie total eklig aus, wenn ich das so mache. So, ein letztes zeige ich noch und dann sollte es auch der letzte Mensch kapiert haben. Ja, sollten das jetzt richtige Vietnamesen sehen, die werden sich auch sagen, Mensch, die Kadi, die hat gar keine Ahnung, wie die das macht. Die ist so voll der bekloppte Mensch. Ist nicht so schlimm. Letzten Endes kannst du dir in deine Sommerrollen auch reinmachen, was du willst. Das ist jetzt halt eine vegane Variante. Du kannst natürlich da auch noch Tofu reinschmeißen, du kannst dir Hühnerfleisch reinschmeißen. Du kannst dir, eigentlich gehört auch noch Koriander dazu, aber meistens gibt es nicht so wenig Koriander zu kaufen, wie ich es toll finde. Und immer ist wichtig, okay. Aber ja, jetzt weiß ich nicht, welche das war, aber die sind eh alle für mich. Von daher scheiß drauf. So. Ja, du kannst dir da Garnelen reinpacken. Du kannst dir eigentlich alles reinpacken. Du kannst dir Erdnüsse reinpacken. In was dippt man die? Ich habe eine süß-saure Soße, in die dippe ich die. Du kannst dir auch deine eigene Soße zaubern, hier irgendwie mit Soja oder Teriyaki-Soße oder keine Ahnung. Wie es dir eben beliebt. Oh, das war so viel, jetzt kriege ich es bestimmt nicht zu. Schiede. Na gut, dann wird das halt jetzt eine Krüppelrolle. Da war die Kadi zu gierig. So, naja.
So. Und mal kurz mit Wasser ein bisschen nass gemacht. Oh, hier geht's schon auf. Das ist eine Scheiße. So, halb so schlimm. Das da ist fertig. Ich wasche mal kurz die Tassen. So, das war's. Geil, wa? Ich mache jetzt noch die restlichen zu Ende. Und, ja. Hier sieht der Spaß nochmal von nahe aus, was ich da verpraktiziert habe. Ja, ich habe meinen Ton immer noch nicht ausgemacht. Judy, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen, falls das jemand nachmachen sollte. Ich lasse es mir schmecken und bis demnächst. Tschüss.